Ja, wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Ich wurde bereits vorgestellt. Mein Name ist Alex Lind, Lind wie die Schokolade. So süß ist mein Name. Mein Thema ist nicht so süß. Ich bin Mitarbeiter von Open Doors Deutschland, einem Hilfswerk für die verfolgte Christen. Seit über 20 Jahren besuche ich Christen in den Verfolgungsländern. Seit über 16 Jahren jetzt vollzeitig bei Open Doors tätig und durfte in vielen Ländern dabei sein, aber auch in vielen Gemeinden in Deutschland. 2016 war ich das letzte Mal hier bei euch im Gottesdienst. Bei der Jugend bin ich jedes Jahr fast zugange. Da bin ich immer herzlich willkommen. Bei der Jugend mehr vielleicht auch erfahren wollen über verfolgte Christen. Ich habe einen kleinen Büchertisch im Foyer aufgebaut mit einigen Infomaterialien und Büchern. Und nach dem Gottesdienst, falls Fragen da sind, stehe ich dazu zur Verfügung. Genau, PowerPoint, Gesichter der Verfolgung. Kurz, wir schauen, was weltweit geschieht und dann schauen wir, was im gefährlichen Buch der Bibel steht über Verfolgung, Leid und Schmerz. Genau, das Ganze hat entstanden ja in Holland. Der Bruder Andrew, ich war jetzt vor 2 Monaten in Holland wieder, der ist 94 Jahre alt geworden. Ist nicht mehr im Reisedienst, aber 1955 hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland und so entstand Dienst von Open Doors. Mittlerweile haben wir etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter und mehrere Tausende, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Der Schmuggler Gottes als Buch manch einem wahrscheinlich schon bekannt und auch Berufungsvers vom Bruder Andrew, Offenbarung 3, Vers 2, wach auf und sterben das, was abzusterben droht. Viele Briefe im Neuen Testament sind von den verfolgten Christen für die verfolgten Christen geschrieben worden. Offenbarung entstand in einer Gefangenschaft. Kolosserbrief. Philipperbrief, den wir heute etwas behandeln werden, wurde geschrieben im Gefängnis. Was ist unsere Vision? Wir wollen die Gemeinde Jesu, und zwar weltweite Gemeinschaft der Christen, ausrüsten und stärken, also inmitten der Verfolgung ausrüsten und stärken, in ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jünger zu machen. Der Unterschied zwischen einem Kirchengänger und dem Jünger Jesu ist sehr einfach. Die Jünger Jesu bezahlen den Preis. So kurz kann man das sagen. Mit anderen Worten, wenn wir an Jesus Christus glauben, wird unser Glaube was kosten. Es wird uns nicht egal sein. Es wird unsere Zeit, unsere Finanzen, unser Engagement, alles, was uns betrifft, wird es kosten. Das Bild ist, ich war im Irak unterwegs, als IS-Kämpfer einmarschiert sind, wurden viele Kirchen dort in Mosul-Ebene, Ninive-Ebene, zerstört. Und das ist ein abgeschossenes Kreuz, also ein Flügel des Kreuzes von einer Kirche. Und trotzdem ist die Kirche dort sichtbar. Und wir wollen, dass die Kirche, soweit es möglich ist, in den Ländern, wo wir tätig sind, sichtbar ist. Das ist unser Wunsch. Trotz allem gibt es Hoffnung in diesen Ländern. Und diese Hoffnung wollen wir vermitteln durch jetzt ein paar Zeugnisse. Es geht nie darum, uns fertig zu machen oder irgendwie, dass wir down sind, sondern dass wir nach vorne blicken, über den Tellerrand. Dass wir dankbar sind für das Leben, was wir in Deutschland oder in Europa haben. Weltverfolgungsindex ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten Verfolgung erleiden. Erscheint einmal so zweite Woche Januar, einmal im Jahr, um einfach zu sehen, zu schauen, wo Verfolgung stattfindet. Ich habe hier 20 Länder, wo zurzeit Verfolgung am stärksten ist. Sind insgesamt 50 Länder, bis zu 100, je nach Situation, aber hier sind 20. Von 2002 bis Ende 2021 war Nordkorea Platz Nummer 1 in Folge, wo Christen am stärksten Verfolgung erleiden. Jetzt wurde das durch Afghanistan abgelöst, hat damit nichts zu tun, dass in Nordkorea besser geworden ist, sondern in Afghanistan Situation hat sich dramatisch verschlechtert. Ihr habt das aus Nachrichten mitbekommen, viele Christen mussten aus Afghanistan und auch also allgemein, Menschen fliehen, eine große Katastrophe, humanitäre Katastrophe, was wir jetzt dort haben. Und wir haben Schutzhäuser in Tadschikistan, Turkmenistan, auch in Pakistan, wo die Christen gerade aufgenommen werden konnten, damit sie überleben. Und das ist die große Arbeit, was wir zurzeit in Afghanistan haben, also außerhalb mehr wie innerhalb. Früher war das anders. Aber in Nordkorea arbeiten wir weiter. Auch hoffe ich, dieses Jahr geht im September wieder Reise nach Nordkorea. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die in Arbeitslager allein in Nordkorea eingesperrt sind, zwischen 50 und 70.000 Menschen. Ein Großteil der Gemeinde Jesu von ca. 300.000 Christen insgesamt im Land, was im Untergrund agiert, ist tatsächlich im Gefängnis oder absolut im Untergrund. Und das ist unser Wunsch, dass man weiß, wie oder wo Christen leben.
wie sie ihre Gottesdienste feiern. Und dass wir hier dankbar sind für das, was uns einfach ja, zugefallen ist, was uns so gut geht. Persönliche Berichte sind uns wichtig, deswegen konzentrieren wir uns nicht allein auf Zahlen und Statistiken, sondern Menschen zu besuchen, sie zu ermutigen, zu trösten. Ich werde jetzt im Oktober nach Ägypten gehen. Wir haben dort große Arbeit, wo wir Leute ausbilden für den ganzen Nahen Osten und Nordafrika und auch werden dort wieder unsere Mitarbeiter treffen, sie ermutigen, stärken, sagen, du bist nicht alleine. Wir kümmern uns um deine Belangen, dass du frei arbeiten kannst, damit Jesus an große Größe und Attraktivität gewinnt. Persönliche Berichte sind wichtig und oft heißt es, bitte betet für uns. Das Gebet ist entscheidend für uns Christen, wenn wir oft nicht weiterkommen. Wenn wir voller Dankbarkeit sind oder Kummer, das Gebet ist so wichtig für uns, dass wir einfach das abgeben, was wir nicht tragen können, was unsere Kraft einfach übersteigt. Das Interessante ist dabei, seit mehreren Jahren ist Afrika das Land oder Kontinent, wo die meisten Christen unmittelbar in Kirchengebäuden ermordet werden. Und die meisten von ihnen sind Nordnigeria. Besonders bei den christlichen Feiertagen wie Weihnachten, Pfingsten und so weiter, Ostern, finden Anschläge statt auf Kirchen oder christliche Einrichtungen. Das ist hier in Pakistan passiert, im Februar, weil viele Flüchtlinge aufgenommen worden sind von Afghanistan in Pakistan auf und zwei Pastoren wurden nach dem Gottesdienst angeschossen, einer von ihnen starb. Und das ist uns wichtig, den Familienmitgliedern sagen, du musst mit deinem Schmerz nicht alleine zurechtkommen. So wie das bei dem Herr Wiebe geschieht, dass jemand besucht, Anteilnahme und Gespräch oder Trostworte gesprochen werden, so ist es auch dort wichtig, Menschen nicht zu vergessen. Ich überspringe das ein bisschen. Wiederum Nigeria. 5 einfache Bauern in Nordnigeria unterwegs, Weihnachtsgottesdienst 2020. Zum nächsten Dorf, wurden von Boko Haram angehalten. Und als sie gesagt haben, dass sie Christen sind und Gottesdienst feiern wollen, wurden sie von hinten erschossen. 5 Männer kommen nicht mehr nach Hause zu ihren Familien, zu ihren Kindern. Kommen nicht mehr zurück. Und dieses Video wurde also verbreitet dort in der ganzen Gegend, auch bei den Christen besonders, mit der Aussage, ihr könnt zu den Gottesdiensten gehen, aber ihr seid nicht sicher. Und das ist ein großes Problem tatsächlich in Nordnigeria, besonders in Plateauebene im Norden des Landes, dass viele Christen Angst haben, zu den Gottesdiensten zu gehen. Und wir haben dort Trauma-Begleitseminaren, diejenigen, die Angehörige verloren haben, die Hab und Gut verloren haben, wo die Menschen entführt worden sind, zwangsverheiratet, zwangislamisiert, dass sie Trost bekommen. Die sind nicht allein. Ich durfte in Saudi-Arabien unterwegs sein, spannendes Thema, auch schwer darüber viel zu erzählen. 30 Millionen Menschen, das war kurz vor Pandemie, 30 Millionen Menschen leben in Saudi-Arabien. Wir sprechen vom Haus des Islam, vom wahhabitischen, dieser radikalen Form des Islam. Wir schätzen die Anzahl der Christen, Einheimischen, also Saudis, dort auf ca. 200 Personen. Ganz, ganz wenige, die dort leben. Alles im Untergrund. Und ich habe hier ein Zeugnis, kurzes Zeugnis von Nawal. Wir haben die so benannt, wir dürfen die gar nicht zeigen. Mutter von 3 Kindern, die sagt, für mich bedeutet, zum Gottesdienst zu gehen, 4-mal im Jahr für 5 Minuten. Das ist ein Highlight. Denn mein Pastor ist der Arzt und ich darf ohne männliche Begleitung zum Arzt gehen. Und für 5 Minuten im Wartezimmer mit anderen Frauen, das ist für mich was Besonderes. Das ist ihr Gottesdienst. Und sie freut sich, andere Christen zu treffen. Lass uns freuen, wenn wir zusammenkommen, Jesus zu ehren. Egal, ob das Wetter schlecht, gut ist, egal wie wir uns fühlen, es ist Freiheit, in der wir leben, ist nicht selbstverständlich. Die religiöse oder Presse, Meinungsfreiheit, die wir hier haben, ist großartig. Ja, Samia aus Ägypten, auch Weihnachtsgottesdienst in Kairo vor 4 Jahren, kam ein Selbstmordattentäter und hat sich in die Luft gesprengt. 40 Menschen starben im Gottesdienst. Die hat überlebt, halbes Gesicht verloren, ein Auge verloren, wird seit 2 Jahren in Aachen behandelt, im Krankenhaus. Sieht jetzt besser aus. Und es ist tatsächlich so, die sagt, ich setze mich auf den Platz, wenn ich in Kairoer Gemeinde bin, wieder in meiner Heimatgemeinde, auf den Platz, wo der Selbstmordattentäter saß und Bombe gezündet hat. Und ich gebe Jesus Ehre, weil er so gut zu mir ist. Der hat mich am Leben gelassen. Der ist so gnädig.
Dankbarkeit ist wichtig, trotz wenn wir Schmerz oder Kummer empfinden. Dankbar, dass Gott so gut ist. Der meint es gut mit uns, selbst wenn wir das nicht verstehen können. Es ist schwer. Ich weiß anhand der Zeugnisse und Berichte, aber ich hoffe, dass wir etwas verstehen und uns nahe fühlen diesen Menschen, die zu umarmen und sagen, du bist nicht alleine. Wir feiern auch immer Abendmahl mit Leuten, wenn wir treffen und Gespräche haben, um einfach zu sagen, du bist nicht alleine. Gehen ein Stückchen weiter, weil die Zeit so schnell voranläuft. Und die Aussage von Bruder Andrew: Lass uns nie müde, gleichgültig oder mutlos werden, solange so viele Menschen in unserer leidenden Welt auf unsere Unterstützung vertrauen. 1. Korinther 12, 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden die anderen mit. Und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Wenn ich jetzt nun fragen würde, wer hat schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute mal jeder, oder? Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht essen, wir können nicht arbeiten, wir können nicht schlafen. Und dieses Mitleiden oder Mitgehen mit Brüdern und Schwestern ist für uns von enormer Bedeutung. Und ich darf gerne diese Arbeit machen. Manchmal ist es nicht so einfach, man ist viel unterwegs, aber man erlebt auch viel. Man sieht Wirken Gottes im Leben der Menschen. Ich habe hier unsere Zeitschrift, die liegt ja aus, Situation in der hinduistischen Welt. Auch das ist wichtig zu verstehen. Was da geschieht, in Indien zum Beispiel oder dort in benachbarten Ländern, um einfach Christen für Christen zu beten. Mittendrin ist Gebetskalender, man kann beten für verfolgte Christen, macht Gebrauch davon. Auf der Rückseite gibt es eine Antwortkarte, ja, ich möchte für verfolgte Christen beten. Das Gebet ist entscheidend. Nicht jeder kann reisen oder in diese Länder gehen, aber jeder darf ein Gebet sprechen. Und das ist so wichtig für uns, um einfach Einheit zu fördern unter dem Leib Jesu Christi. Ja, so viel kurz zur Information, um einfach uns mitzunehmen. Betet für uns, wir sind doch viel unterwegs, nicht nur in vielen Ländern, sondern auch in Deutschland, um einfach sicher zu sein auf den Straßen, dass die Gemeinde Jesu mit diesem Thema erreicht wird und gestärkt, getröstet wird, dass wir uns als Familie Gottes verstehen, als Leib Christi weltweit, wie in der Ortsgemeinde hier in Reusdorf oder darüber hinaus. Ich habe heute Bibeltext vorbereitet. Oh, die Zeit ist leid. Okay, wir schaffen das. Brief aus dem Gefängnis. Brief aus dem Gefängnis. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Brief aus dem Gefängnis bekommen hast, aber Philipperbrief ist so ein Brief. Er wurde geschrieben von Paulus aus dem Gefängnis in die Freiheit. An uns, die wir in der Freiheit leben. Und ich lese etwas längeren Text, Philipper 1, 12 bis 21, eine neue Genfer Übersetzung. Und dann schauen wir ein paar Punkte uns an. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwistern, das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christen aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir, in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich sehr. Auch in Zukunft wird mir nichts mehr meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keinerlei Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern, sondern dass ich, wie bisher immer der Fall war, auch jetzt mit der ganzen Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem, was ich jetzt durchmache, sichtbar wird, ob ich am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus
und deshalb Sterben für mich ein Gewinn. In diesen vier kurzen Kapiteln im Philipperbrief kommt 14 Mal das Wort Freude vor. Aus dem Gefängnis geschrieben. Und der Paulus sprudelt vor Freude. Er sitzt im Knast und lässt sich die Freude nicht nehmen. Und ich frage mich, was war der Grund seiner Freude? Was war die Zuversicht, in der er steckte? Nun, Gefängnis kann es nicht gewesen sein. Er war ja in Fesseln, so sagt die Bibel. Richter waren auch nicht nett zu ihm, die wollten ihn zum Tode verurteilen. Ich vermute mal, das Essen im Gefängnis oder die Arbeit, was man sich so ablenken kann, war auch nicht der Fall. Die Nachrichten, die er aus anderen Gemeinden bekam, die er gegründet hat oder besucht hat, waren auch nicht immer positiv. Denn er schreibt hier von Brüdern, von Verkündigern, die haben sich an dem Evangelium bereichert. Wahrscheinlich haben sie ihre Gabe, ihr Talent im Vordergrund gestellt und hiermit Aufmerksamkeit auf sie gezogen. Das passierte damals und passiert leider auch heute. Es gibt es. Und die Bibel ist da so ehrlich und wahr und sagt, was die Sache ist. Und trotzdem sprudelt Paulus vor Freude. Was war seine Zuversicht, in der er steckte? Was war Grund seiner Freude? Das war nicht eine Institution, Kirche, eine Gesellschaft, die sich für Menschenrechte einsetzt, nicht besondere Land, das für ihn da irgendwie eine Rolle gespielt hat oder so, sondern der Grund seiner Freude war Christus selbst. Das ist alles. Der Paulus war absolut Christus-zentriert und das begeistert mich. Es geht nicht um eine Denomination, eine bestimmte Bewegung oder eine Welle sozusagen. Es geht tatsächlich um Christus allein. Und das macht, finde ich, so interessant für uns. Wir haben Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt und er spricht hier wortwörtlich, sagt der Paulus, der Grund meiner Freude, Christus ist mein Leben. Für mich ist das Leben Christus. Deswegen konnte keiner ihm seine Freude nehmen. Denn das war nicht selbst produziert, nicht aus ihm, nicht seinem intellektuellen, seine Vorstellung oder seine theologischen Tiefe, sondern es ging tatsächlich um Christus. Deswegen jeder Gläubige, ob er gebildet oder ungebildet ist, ob er theologisch gut versiert ist oder vielleicht ab und zu Bibel liest, kann er sagen für sich, Christus ist mein Leben. Es ist so wichtig, dass wir Christus zentriert sind und bleiben. Nicht allein, nicht auf die Kirche, nicht auf Meinung auf der Kirche oder gewissen Leuten, sondern tatsächlich auf Christus. Ich muss meine Predigt ein bisschen überspringen, aber vielleicht nächstes Mal habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann können wir noch mal anschauen. Zwei Dinge waren absolut notwendig oder zwei Hilfen hat der Paulus hier gebraucht. Und das finde ich interessant. Da steht in Vers 19 Folgendes. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Er sagt, Fürbitte ist absolut notwendig für mich, obwohl ich voller Freude bin, obwohl er voller Kraft bin und sprudel vor Freude. Aber wichtig ist, dass ihr für mich betet. Der Brief an uns in die Freiheit, er sagt, ich brauche eure Fürbitte, euer Gebet. Das war für ihn wichtig. Diese Hilfe hat er angesprochen und klar definiert, hier im Vers 19. Und das Zweite ist, steht auch im Vers 19. Hier steht, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Er sagt, die zwei Hilfen brauche ich, Fürbitte und die Kraft Gottes in meinem Leben. Das beides ist so wichtig zusammenzusehen. Wir können vollkommen auf Gott vertrauen, aber wir haben Glaubensgeschwister weltweit, die uns unterstützen, die uns Hilfeleistungen geben, die uns einfach ermutigen, dass beides wirkt. Und das ist so wichtig, diese Komponente zu sehen. Deswegen bin ich so begeistert von Philipperbrief. Wie viele Menschen in unserer Welt, hier im Westen, sind äußerlich frei, aber innerlich gefangen. Wie viele Menschen haben Ängste, Isolierung. Wie viele Menschen sind mit ihrem Leben nicht zufrieden oder enttäuscht. Und Paulus ist äußerlich gefangen, aber innerlich absolut frei. Und ich finde, das ist so großartig, dass dieser Brief uns so viel gibt. Und ich bin so dankbar, dass die Briefe aus den Gefängnissen an uns kommen, ob das Kolosserbrief sind oder Philippa, dass wir Ermutigung bekommen, dass wir Stärkung und Trost bekommen für unser Leben.
Deswegen ist unser Dienst ist mehr Ermutigungsdienst. Wir wollen nicht Menschen fertig machen mit unseren Zeugnissen, mit schrecklichen Nachrichten. Wir wollen sie ermutigen. Einfach, wir dienen einem wunderbaren Herrn. Letzte Bibelstelle, 1. Korinther 12, 26, weil ich schon mal vorgelesen habe, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil des Körpers geehrt wird oder freikommt, so freuen sich alle anderen mit. Was lehrt uns dieses Bild von dem Leib Christi? Das erste, Demut. Zuallererst Demut. Warum? Weil keiner von uns kann alles. Wir brauchen einander. Wir brauchen hier in der Ortsgemeinde Menschen, die dienen. Wir brauchen in der weltweiten Gemeinschaft Menschen, die weltweit im Leib Christi dienen. Hier Ortsgemeinde und weltweite Gemeinschaft. Also Demut, dass wir brauchen einander. Wir sind voneinander irgendwie koabhängig in gewisser Weise. Zweites, gegenseitige Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung. Jeder hat von uns Gaben und Talente bekommen und mit diesen Gaben und Talenten im Reich Gottes zu wuchern, sie einzusetzen für das Reich Gottes. Und das ist wichtig. Jeder hat eine Gabe und ein Talent. Und deswegen wichtig, dass wir mit diesen Sachen, die wir anvertraut bekommen, dienen. Ob das eine Hilfeleistung ist, praktischer Art oder seelsorgerlich, Verkündigung, Kindergottesdienst, was auch immer das sein mag. Wertschätzung. Das Dritte, jeder von uns wird gebraucht. Jeder von uns wird gebraucht. Schauen Sie mal, wenn du oder ich, wenn wir unser Platz im Leib Christi, sei es in der Ortsgemeinde hier oder in der weltweiten Gemeinschaft nicht einnehmen, fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Du bist herzlich willkommen mitzuarbeiten. Du bist deine Gabe kostbar. Du darfst dich mit einbringen. So funktioniert die christliche Gemeinschaft weltweit. Vierter und der letzte Punkt, miteinander fühlen und füreinander sorgen. Wenn wir einen Leib Christi bilden, so kann mir nicht egal sein, wie meinen Bruder, meiner Schwester in der Verfolgung geht. Wir haben vor 2 Monaten eine Meldung gehabt bei unserem Gebetsheft. Im Juni 2021 wurden 144 Schüler von Boko Haram entführt, also letztes Jahr. Und wir mussten sie freikaufen, damit sie nach Hause gehen können. 143 kamen zurück. Einer blieb. Und stellt euch Eltern, die sehen, dass die Nachbarnkinder von der Schule alle zurückkommen, aber dein Kind kommt nicht nach Hause. Es ist schwer. Es ist schwer, sie zu ermutigen, zu trösten. Oder deine Tochter kommt schwanger zurück. Mit 15, mit 14. Wie sollte man damit umgehen? Wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Und wenn einer sich freut, so freuen wir mit. Wir freuen uns, dass die Leute freikommen. Aber wir sind auch traurig, wenn gewisse Dinge passieren, die wir nicht abschätzen können, die unser Verstand und unsere Kraft übersteigen. Aber dafür gibt es Jesus, dem wir alles abgeben können, was wir nicht tragen können. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei Ihnen sein zu dürfen und dieses Thema erneut euch zu sensibilisieren für diese Thematik. Und ich hoffe, dass wir etwas verändert, stückweise verändert nach Hause gehen können. Dass wir dankbar sind für das Leben. Aber dass wir auch Mitverantwortung haben. Und nächstes Mal, wenn du Zahnschmerzen hast, erinnere dich, alles das Geheimnis des Körpers, wie unseren physischen, so auch weltweiten Gemeinschaft der Christen, alles ist miteinander verbunden. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich spreche kurzes Gebet und dann übergebe ich wieder zurück an die, wahrscheinlich das Lied kommt danach, soweit ich weiß. Lass uns still werden. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir in dem Namen Jesu Christi. Und wir danken dir, Jesus, dass du die längste Missionsreise der Welt gemacht hast, vom Himmel zur Erde. Du bist zu uns Menschen gekommen. Danke dir, dass du verfolgt wurdest und trotzdem standhaft bliebst. Danke dir, dass du diese Liebe uns vermittelt hast. Danke dir, dass du nicht verschwiegen hast, dass wir auch unter Druck oder Verfolgung leiden werden oder es kann passieren. Danke dir, dass wir diese Freiheit hier in Deutschland haben, frei zu singen, das Wort Gottes zu lesen, zu verkündigen, das Evangelium. Danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Und so bitten wir dich heute für Menschen, die ihre Gottesdienst nicht so frei feiern können wie wir. Wir bitten dich, da wo Krieg ist, wo die Christen zwischen den Stühlen stehen, wo die wissen nicht, welche Entscheidung sie treffen müssen,
Wir bitten dich für Angriffe, dass die Angriffe nicht stattfinden auf die Kirchen und dass die Häuser der Christen beschützt sind und bewahrt. Wir bitten dich, viele, die entführt wurden und noch nicht zu Hause angekommen sind. Wir bitten dich, dass die Eltern Trost bekommen. Wir bitten dich, dass deine Gemeinde wächst weltweit. Und wir wissen, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke dir für das Vorrecht, deine Kinder sein zu dürfen und dass wir es leben dürfen. Danke dir für dein wunderbares, unfehlbares Wort, was uns Kraft gibt. Trotz allen Umständen und Situationen in unserem Leben, in dem weltweiten Geschehen, wissen wir, du hast das letzte Wort. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesu. Amen.